Ausgelassene Stimmung, auffällig und extravagant gekleidete Damen und jede Menge Wodka. Wir haben Emmy und Lilly auf eine russische Party im Dortmunder Club Rush Hour begleitet und wollen herausfinden, wie feiern Russen und was macht ihre Partys so besonders. Die Russen haben mehr Charme. Die beiden Wahlhamburgerinnen sind halb russisch, halb deutsch und echte Russen-Party-Fans. Deutsche Männer würden jetzt sagen, was ist das? Gehst du auf Fasching oder was ist das? Bevor die wilde Sause losgeht, besuchen wir Emmy und Lilly auf ihrem Hotelzimmer. Die beiden sind nämlich extra für die Party angereist. Kommt gerne rein, wir sind fast fertig. Schnell wird klar, Optik und Styling sind für diese Party mindestens so wichtig wie Wodka und Shampoos. Schick und vor allem sexy muss es sein. Die Wahl des Schuhwerks ist dann natürlich klar. High Heels kommen an die Füße. Ich weiß nicht, eigentlich ist das ja nicht so die beste Größe für die russische Party. Das ist ja echt schon so ein Turnschuh, ne? Turnschuh? Bei Lillys Absätzen ist offensichtlich noch Luft nach oben. Das ist schon ein bisschen passender für eine russische Party. Das ist eher für so, ja, Spaziergang. Bevor es losgeht, wird noch ein letztes Mal das Make-up überprüft. Für uns ist die Gelegenheit, mal vorsichtig nachzufragen, ob die beiden Single-Damen auf Männerjagd gehen wollen. Das Ding ist, ich zumindest bin so, pingelig oder wählerisch eher gesagt, dass eigentlich selten ein Mann kommt, der wirklich so krass meinen Entsprechungen entspricht, dass er auch wirklich eine Chance mit mir hätte. Wie Emmy Männer aussortiert, werden wir noch sehen. Dann geht's los. Mit dem Teamwagen geht es zur Location in Dortmund. Die Stimmung der Schwestern ist jetzt schon super. Das Rush Hour ist eine Großraumdisco der Superlative. 5 Dancefloors, 18 Theken, durchschnittlich 2500 Gäste pro Abend und das Ganze auf 4000 Quadratmeter Fläche. Hier steigt heute die ultimative Russenparty. Und heute ist ein Riesenfestival und wir sind auf jeden Fall dabei, wir sind immer dabei. Im sich langsam füllenden Club haben die beiden Damen einen Tisch im VIP-Bereich reserviert. Die Preise für einen solchen Tisch starten bei 170 Euro ohne Snacks und Getränke. Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen. Für unsere Damen gibt es erstmal klassisch eine Flasche Champagner. Also mein erster Eindruck ist sehr gut organisiert und guter Service, viele Sachen, die sich so schön auch gehören müssen. Genau so gehört es sich offenbar für die Männer schick, im Hemd zu erscheinen. T-Shirts oder Sneaker sucht man hier vergebens und das gefällt unseren Mädels. Die Männer sind sehr gut angezogen, aber ich habe noch nichts gesehen, was mich interessiert. Aber bevorzugen die Schwestern nun russische oder deutsche Männer? Russische! Russische! Russische haben auch mehr Manieren, finde ich. Sind nicht geizig, nicht geizig, geizig. Und die haben in der Kindheit, finde ich, sehr viel mit Mama zu tun. Die werden sehr gut erzogen. Aber sind deutsche Männer wirklich geizig? Oh, leider oft. Nicht immer, aber oft. Und klar ist auch, wer hier baggert, sollte auf keinen Fall knauserig sein. Hübsche Frau, geizen! Tschüss! Der Club füllt sich und damit auch die Tanzfläche. Nicht nur Emmy und Lilly genießen die Aufmerksamkeit der Kamera. Während die Damen tanzen, haben wir die Gelegenheit, mal zu fragen, wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen einer russischen und einer deutschen Party? Schon alleine von der Kleidung her, von der Garderobe schon. Aber die Russen trinken am meisten. Ja, das ist kein Klischee, also das ist auf jeden Fall so. Und allein schon auch das Ambiente ist auch ein bisschen alles gehobener. Klingt, als wären die meisten Gäste zufrieden. Diese beiden Nicht-Russen sind da schon kritischer. Also es wäre ganz schön, wenn hier ein bisschen mehr Frauen wären, aber es ist halt so ein bisschen so eine Penisparty. Die Damenquote ist allerdings nicht ihr einziges Problem. Die tanzen sehr schlecht hier. Ist nicht so unsere Welt hier. Geschmäcker sind eben verschieden. Besonders das Styling der Damen ist ein entscheidender Punkt, wie wir vom Clubfotografen erfahren. Die Mädels machen sich wirklich sehr gerne schick. Da sind solche sehr gerne so als Barbie-Püppchen verkleidet unterwegs. Ne? Da sind die, also die Deutschen sind eher so lässig Typen und also T-Shirt, Jeans, ne? Jogging-Schuhe, solche Geschichten. Ne? Das sind Julia und Mascha aus Hagen. Julia ist Deutsche und Mascha hat russische Wurzeln. Wir wollen von den Freundinnen wissen, warum sich vor allem die russischen Damen so auffällig rausputzen. Weil Russen ja einen guten, reichen Typen haben wollen. Und dafür muss man sich auch schick anziehen. Das ist der Grund? Ich denke schon. Ist das der Grund? Weil es einfach so ist. Weil man sich gerne schick anzieht. Und Deutsche nicht, oder was? Doch, auch.
Nein. Also, sie hat hohe Schuhe an und ich habe flache Schuhe an. Ich bin Deutsche und sie ist Russin. Die beiden sind nicht einer Meinung und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Auf einer Party wie dieser fließt besonders ein Getränk in rauen Mengen. Und das ist natürlich Wodka. Diese beiden russischen Herren aus Witten bei Dortmund zeigen schon mal eindrucksvoll, wie es gemacht wird. Auch sie sehen deutliche Unterschiede zu einer deutschen Party. Erste auf jeden Fall die Musik. Zweitens die Laune. Drittens, wir trinken viel mehr als die Deutschen. Wir trinken viel mehr. Und auch was Frauen angeht, haben sie klare Vorstellungen. Also ich muss mal ehrlich sagen, die besten Frauen kommen aus Russland und Ukraine. Da ist man sich wohl einig. Oh, dem jungen Mann in Schwarz ist wohl auch noch was eingefallen. Latinas. Das musste er noch dringend loswerden. In der Zwischenzeit hat sich Emmy einfach mal einen der Tänzer geschnappt. Die Party gefällt unseren Mädels. Die Leute sind echt cool. Die Mädels sind zwar ziemlich neidisch, wenn man so schöne Frauen sieht, aber die Jungs mögen's. Dann machen die beiden etwas, was an einem russischen Abend sehr wichtig ist. Foto. Ich habe noch kein einziges Foto gemacht, glaube ich. Genau, schicke Fotos vom Abend müssen sein. Hauptsache geile Fotos, was man am nächsten Tag zeigen kann. Hier, ich war auf einer geilen Party. Und noch besser als ein Selfie ist natürlich ein professioneller Fotograf. Auch wenn das Posieren auf High Heels mittlerweile etwas schwer fällt. Die russische Nacht neigt sich dem Ende zu. Und auch wir sagen, dos vidania.